Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für Regio TV Schwaben. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht, die Liste von Kritikpunkten lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spähnle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Also das finde ich sehr spannend und auch etwas amüsierend fast, denn man muss ganz klar sagen, was da rauskam, ist die Tatsache, dass derjenige, der seine Hausaufgaben macht, der das Land entschuldet, genug auf die Seite legt, investiert, dann gerügt wird. Also das sorgt eher für Belustigung. Ein Hauptpunkt dieses Berichts des Obersten Rechnungshofs war, dass wieder kritisiert wurde, dass die Finanzverwaltung personell zu schwach ausgestattet ist. Das bedeutet allein im Großraum Augsburg, dass über 50 Stellen fehlen. Das heißt, der Steuervollzug ist ungerecht und es gehen auch viele Steuereinnahmen verloren von denen, die halt doch das eine oder andere verschweigen. Konsequenz fordert die SPD seit Jahren die Mehreinstellung von Finanzbeamten. Wir haben unter anderem für den Nachtragshaushalt einen Antrag gestellt, 100 neue Stellen zu schaffen. Damit könnte zumindest ein klein wenig heuer schon die Not gelindert werden. In den nächsten Jahren muss deutlich mehr ausgebildet werden in Bayern. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stamme die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Also zunächst freue ich mich mal, dass so klar entschieden worden ist. Und es bedeutet halt auch für Deutschland, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit der Vorratsdatenspeicherung. Und ich würde sagen, da geht jetzt die Zeit vor einer schnellen Entscheidung. Das heißt, wir müssen darauf schauen, dass die Bürgerrechte gewahrt werden. Und nur bei äußerst schweren Straftaten kann es eine Vorratsdatenspeicherung geben. Das ist das, was die SPD seit Jahren so gesagt hat, aber was uns die Union halt einfach nicht geglaubt hat. Ja, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Abwägungsentscheidung, denn einerseits leben wir in schwierigen Zeiten, Verbrechensbekämpfung, Terrorismus und so weiter. Andererseits ist das Urteil ganz klar und es entspricht ja auch dem, was wir immer sagen, die Privatsphäre ist höchste Gebot. Das war wieder Plenum TV für Regio TV Schwaben. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Servus.